Was wir hier zur Hand haben. Ansonsten habe ich, glaube ich, auch alles. Kann ich das auch wegbringen? So. Auch sauber. Misch das mal weg. Das. Das. So, das kann auch weg. Das ist Müll. Das. Das kann auch weg. Warum habe ich das gewaschen? Hä? Ich meine, ich hätte die angehabt. Anscheinend nicht, weil die ganzen Wäscheklammern hier drin sind. Das wird doch gewaschen. Na gut, dann hänge ich das einmal rein. I don't know. Ich glaube, ich habe das angehabt, ja. So, die Lampe stelle ich erst nochmal hin, aber ich möchte gerne diese rosanen. Huch, ihr seht ja nichts. Ich möchte gerne diese rosanen Lampen kaufen, die ich gesehen hatte für 450 Teller. Das würde hier richtig schön reinpassen. Naja, mal schauen, ob ich mir das leisten möchte oder nicht. So, und hier müssen wir wieder weg, weil hier müssen wir jetzt einmal wieder Hand anlegen. Ne? Das ist jetzt hier alles wieder abgeschlossen da unten. Der Tisch steht auch ein bisschen zu weit in der Richtung. Ein bisschen kann ich hier hin. So. Hier ist ja Außenwand und daher alles feucht. Ne? Das muss man dann abkratzen und neu machen. Ich mache das mal so ein bisschen hier. Der Handfeger und die Schaufel habe ich irgendwo wieder verbummelt. Ich glaube im Flur. Thank you.
Lavendel. Meine ganzen Dinger hier. Das dann weg. So. Und dann fast fertig, ne, würde ich sagen. Das lasse ich alles nochmal hier mit stehen. Ich weiß echt nicht, wo ich damit hin soll. Mein Apfel ist gleich alle. Ich lasse das mal hier stehen. Ich weiß nicht, was ich mit dem Wetterspender machen soll. Leute kann auch jetzt weg. Ne, Gardinen müssen wir aufhängen. Kann nicht weg. Die sind nämlich auch fertig, die Gardinen. Und dann müsst ihr an den Akku erst machen. Ich hänge die Gardinen jetzt einmal nochmal auf mit euch. Und dann müssen wir an den Akku. Und dann Schrank wasche ich noch einmal jetzt. Gardinen aufhängen. Und dann lasse ich euch erstmal den Akku. Ja. Genau, dann ist es auch schon. Ich weiß gar nicht, ob es schon so ein Gebet gegeben hat. Hätten wir ja gehört, ne? Bei offenem Fenster.
da komme ich nicht durch mit dem Scheibenkleister. Hat so ein Bummelding, da komme ich nicht durch, leider. Egal. Dann blätter ich noch Staub. Warum denn das? Ich habe noch eine Staubsauge hier. Mann, hier sind ja nichts. Sag doch was. Hier sind ja gar nichts. So. Da ist noch Staub leider. Ich nicht optimal kalkuliert. Wo ist denn das jetzt hier? Also, das weg. Scheiß Ding, ne, der Mob. Ich ärgere mich so, dass ich den gekauft habe. Bin immer noch nicht überall da. Ich weiß, ihr seht schon wieder nichts. Mann. Das ist es halt immer, ne, wenn du mich aufnimmst und putzt, das ist echt Arbeit immer.
dieser Herzruf zum Gebet. Bisschen unterm Schrank mit der Hand zu wischen, soweit ich rankomme. Gut. So, noch einmal die Gardinen dran. Das mache ich auch noch mal eben. Und dann müsst ihr erstmal den Akku. Ich muss erstmal beten, weil das dauert zu lange jetzt hier. Ich muss ja die Finger da wieder reinknödeln. Das dauert mir zu lange. Deswegen mache ich erstmal euch an den Akku. Und dann machen wir das. Ich werde das hier abmachen, damit es nicht nass wird. So. Gut. Mache ich erstmal den Akku. Und bis gleich. Ist die Gardine wieder dran. Und mal gucken, dass wir die wieder da reinbummeln, die ganzen Stückchen hier in dieses Ding. So. Und dann brauche ich wieder eine Brille. Wieder. Nicht. Ich glaube nicht. Hä? So.
scheinigen Kleister. Das ist nicht gut, glaube ich, ja. Ich glaube, die ist schlecht. Ich werde nur mal gucken. Die wird da drauf schlafen. Ich sag's euch. Oben, die sind, glaube ich, am besten, diese Einzelmatratzen, aber die passen ja hier nicht drauf. Das ist es ja, Mann. Ich hatte diesen Locher schon wieder weggetan, ne? Muss ich nochmal eben wiederholen. Naja, ich steck die Dinger mal rein. Fertig. Stopper dran. So, zwei Stopper. Das ist mein letzter. Mein letzter Stopper, dann ist das so, wie es ist. Ding da drin, ne? Dieses scheiß Wäscheding da. Nee, hey, wieso geht das nicht? Das ist abgebrochen. Oh Mann. Der ist abgebrochen. Oder der war fehlerhaft. Guck mal. Jetzt kann ich den gar nicht benutzen. Mann, hab ich nicht noch einen? Das ist dumm. Naja, ich mach erstmal die Übergardine. Ist da vielleicht noch einer? Nee, das ist ein Gardinending. Oh. Ich wollte ja welche kaufen beim Zauberkollege. Hab ich aber nicht. Na gut, dann haben wir jetzt nur noch einen und den werde ich dann für die Übergardinen benutzen. Wenn man die ja immer an und oder auf und zu macht. Aber ich brauche schon für beide, ne? Naja. So. Erstmal für die Übergardinen her. So, okay. Naja, gut. Jetzt brauche ich für das andere Fenster noch eine Gardine. Die werde ich aus dem Obergeschoss holen, aus meinem anderen Schlafzimmer. Die hier. Und ja. Jetzt beziehen wir erstmal das Bett. Dafür habe ich mir ja gedacht, ich nehme jetzt dieses hier als Unter. Wie ich euch auch hinstelle, ne? Irgendwie klappt das alles nicht.
Das nehme ich jetzt mal. Es hat aber keine Plastikschicht. Das ist ein ganz normales Ding. Egal. Dann wollte ich eigentlich auch noch diesen neuen, dieses neue Regal hier hin tun, was ich gekauft hatte. Von oben. Das haben wir so schön da platziert oben, aber das brauche ich ja hier auch. Dann dachte ich mir, das muss ich auch noch mal feststellen, hier das Bett gleich. Sonst rutscht das immer. Ich hoffe, dass das nicht immer rausrutscht. Schlafen. Ja, das habe ich mir gedacht. Mann, muss ich doch das andere runterholen. Wahrscheinlich. Mal gucken, wie wir machen. Probieren wir. Jetzt muss ich erstmal meine rote Bettdecke von oben runterholen, weil ich habe ja keine rosa. Ne? Ich habe schon, aber nur für ein Einzelbett und auch nur aus Polyester und nicht aus Baumwolle. Ich muss die Dinger feststellen, ne? Sonst rutscht es, aber das ist auch kein Problem. Mal erstmal den Schrank holen, vielleicht platziere ich den dann. Mal gucken. Teppiche muss ich auch noch hinmachen. So. Ja, dann sind jetzt die Teppiche dran. Gleich einmal noch mal durchwischen. Und dann tue ich die Teppiche rein. Überlegt, die weißen zu holen von oben. Die liegen jetzt da ja umsonst. Braucht man ja nicht mehr oben. Hol ich mal von oben hierher. Die Tür müssen wir noch wischen. Die müssen wir noch wischen, ja. Thank you.
Und dann muss ich mir überlegen, wo ich die Teppiche lege. Das wird nochmal ein Problem. Ich habe keine Ahnung. Da habe ich wirklich keine Ahnung. Da muss ich mal gucken. Das weiß ich nicht. Den weißen vielleicht hier im Eingangsbereich. Den zweiten. Ich habe ja nur drei von diesen rosa nennen. Den zweiten vielleicht hier hin und den anderen da und den weißen hier. Oder so quer vielleicht. So. Das wird echt schwierig. Das Ganze noch ein bisschen weiter in die Ecke rein. Vielleicht. Die sind alle irgendwie nicht so geschnitten, wie man sie braucht, die Teppiche. Wir haben sie alle nicht so gekauft, wie man sie braucht. Also das ein bisschen weiter, das ganze Bett ein bisschen weiter hier. Ich glaube, das habe ich oben auch. So, ein bisschen weiter da ran. Dann könnte ich das Regal da hinstellen. Ich hole mal das Regal von oben. Moment. Muss ich auch noch mal wischen. Auch wieder ein bisschen staubig geworden, vielleicht. So. Schon. Und dann den Teppich irgendwie platzieren. Ja, und dann was hier oben. Nur dieser Tisch, der existiert oben nicht. Ich würde sagen, ich mache das einfach. Oder soll ich den so hier hinlegen? Ja, das ist, glaube ich, besser. Hier einfach den hin. Hin. So groß ist er ja nicht, leider. Genau, den hier hin und den anderen dann dahin. Hm? Hin. Noch ein bisschen vielleicht. So. Das ganz an den Schrank. Oder noch weiter hierher. Genau. Und den dritten dann dahin. Ne? Ihr seht zwar nicht viel, aber ich glaube, das würde gehen. Den dritten dann da hinten ans andere Bettende. Ich könnte hier auch den anderen rosanen Teppich als Läufer nehmen. Das würde auch gehen. So.
schneiden wir ja jetzt erstmal nicht mehr. Deswegen kann das alles ein bisschen hierher. Das gerade legen vielleicht. So. Weil ich bete ja hier dann auch. Genau. So. Den können wir ja theoretisch auch ein bisschen hier reinschauen. So. Nur den doch vielleicht zu quer. So. Hier ist Staub, der lag unter dem Tisch. So quer, quer sieht das aber auch irgendwie alles kacke aus. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das sah besser aus, als es gerade lag. Glaube ich. Also doch wieder gerade. Dafür das Bett vielleicht wieder dahin ein bisschen. So. Ja, es sieht besser aus, wenn es gerade ist. Symmetrischer aus. Die Fliesen sind hier ab jetzt toll. Ein bisschen drunter dann der Teppich, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist gut so. Dann müsste ich vielleicht den Weißen jetzt tatsächlich dann herholen und den da so vorlegen. Und den rosa Läufer hatte ich mir dann gedacht, hierher vielleicht. Mal gucken. Aber den weißen Läufer auch hierher. Könnte auch gehen. Mal schauen. Den weißen von oben oder den hier. Mal gucken, was wie aussieht. Geht die Tür zu, müssen wir auch noch mal gucken. Ja. So. Den dann auf jeden Fall.
auch ein bisschen weiter hier hin. Naja, das ist alles wieder so ein Kuddelmuddel jetzt hier, glaube ich. Vielleicht der weiße Läufer einfach von oben würde besser aussehen. Aber was mache ich dann damit? Das ist dann auch doof. Sieht alles wieder so verschieden aus, wisst ihr? Also einmal das und einmal das. Das sieht hier auch dumm aus. Ich glaube, der sähe besser aus, wenn ich hier so vorlege. So. So sieht es, glaube ich, besser aus. Einfach vom Bett liegt. Sieht besser aus. Gut. Dann tritt man aber leider auch überall immer auf die Fliesen. Ne? Hier sind überall jetzt Löcher. Ich lasse das so. So lasse ich das jetzt erstmal. Jo. Dann hole ich meine Decke von oben. Und jo, das lasse ich. Okay, das Zimmer ist fertig. Da können wir dann heute schlafen, alle sehen wir es. Ich muss jetzt nur noch diese eine Gardine einmal abmachen von oben. Die werde ich da dann dran machen. Und ja, dann sind wir fertig. Gut. So, ich bin jetzt hier fertig. So sieht das jetzt aus. Natürlich, wie gesagt, das Rote da müsste noch zu Rosa ausgetauscht werden. Aber ja, so habe ich mir das jetzt hier eingerichtet. Da kommt jetzt noch mein Koran hin und die Uhr wird eingestellt. Das habe ich noch nicht gemacht. Das kann ja hier so als Zierde stehen, dachte ich. Und ja, dann kommen da noch die rosa Lämpchen hin. Inshallah, wenn ich sie gekauft habe. Diese Gardine habe ich von oben jetzt runtergeholt. Die ist zwar ein bisschen kurz, aber ich könnte noch die mit der tauschen. Das wäre vielleicht noch ein bisschen anzuraten, weil die ist lang und dann würde man das hier nicht so hässlich sehen. Ich glaube, das ist noch mal besser. Aber erstmal lasse ich das. Und ja, genau. Ja, ich könnte das jetzt noch mal ganz schnell tauschen, wenn ich Lust hätte. Habe ich aber nicht. Na, Pach. Dann würde das einheitlicher aussehen. Dämmer. Wenn schon, denn schon. Machen wir noch mal eben. Ist ja nicht so faul. Gar keine Lust, ne? Das Problem ist auch, dass ich die kleine Gardine, die ich jetzt von oben geholt habe, nicht gewaschen habe. Das müsste ich vielleicht vorher noch mal machen. Denn da schlafe ich ja direkt dran. Ich jetzt zumindest einmal durchspülen. Ja, vielleicht anzuraten. Gut, dann habe ich eben alles festgemacht da oben. Ne? Ich habe alles festgemacht. Soll ich das einfach lassen? Egal. Ich lasse es einfach heute. Egal. Komm. Das ist nicht schlimm. Das ist ja mit der gar nicht schlimm. So. Das macht nichts. Meistens wird es wahrscheinlich sowieso auf sein. Dann sieht man das gar nicht. Weil tagsüber muss ich ja hier eh lüften immer. Dann mache ich das Fenster auf, dann sieht man es nicht. Und abends sieht man es auch nicht. Egal. Bis zum nächsten Gardinenwaschen. Allah, ich sehen wir es ja duschen. Kann das so bleiben. Ne? Lassen wir so. Und dann guck mal, wie spät das schon wieder ist. Da. 6 Uhr, das heißt, die Hühner müssen gefüttert werden. Ich muss zu den Tieren, ne? Und hier sieht es immer noch aus. Ganz schlimm. Wir werden jetzt erst einmal hier nochmal so ein bisschen Ordnung machen. Also, die Gardine kommt ins andere Zimmer. Das ist ein Rock, der kommt auch weg. Das sind Einkaufstaschen. Die Einkaufen bin ich auch nicht gegangen, weil wir hier die ganze Zeit rumgedüdelt haben, ne? So, das kommt in den Flur. Meine Brille kann da bleiben. Akku ist auch noch nicht aufgeladen. Und dann einmal nochmal das Wasser weg. Und hier sieht es auch nicht besonders gut aus. Da müssen wir auch nochmal gleich ran. So.
das dahin, das dahin. Das kann erstmal bleiben. Das kommt dahin. Das kommt da rein. Ich muss was trinken, weil ich habe mega Durst. So. Das machen wir jetzt mal eben was trinken. Und da habe ich noch Müll. Das machen wir eben weg. Das, das. Hier ist auch noch Müll. Kaffee gedöhnt. Und gleich andauernd hin und her zu schieben, habe ich auch keine Lust mehr. So, ist das auch wirklich alles Müll? Ich schmeiße nämlich gerne noch Sachen, weil es kein Müll sind. Scheint aber alles Müll zu sein jetzt hier. Gut. Rein. Dann Kaffee dahin. So. Und die Leine der Hunde hänge ich mal hier wieder auf. Und das brauche ich jetzt erstmal auch nicht. Das heißt, hier kann ich auch schon mal den Akku wollte ich aufladen. Ne? Das habe ich aber nicht gemacht. Ja. Das ist nicht gut. Das kann weg, das. Den Gardinenbummel-Dinger da. Das lasse ich mal liegen hier, das mache ich dann. Ich muss erstmal suchen, wo der Akku ist, das weiß ich halt nicht. So. Und das dann da weg. Das kann hier hin. Oh, schon wieder die ganze Tischdecke staubig. Und das kommt dahin. Das kommt in Müll. Die Wäscheklammern, dafür muss ich mal irgendwie so einen Topf finden. Das brauche ich noch vielleicht. Deswegen kommt das mal hier in meine Sammelbox hier, hätte ich fast gesagt. Hier muss ich auch noch einmal Staub saugen unbedingt. Das mache ich auch jetzt sofort. Ach, Kopftücher kommen weg. Und das sollte ich hier auch weg haben. Den Tisch stelle ich hier mit hin. So. Und dann noch einmal Staub saugen und dann sieht das hier auch einigermaßen wieder okay aus. So. Genau. Das weg. Das weg. Hier ist irgendeine Creme, ich weiß nicht, was das für eine Creme ist, dann müssen wir mal gucken. Ist bestimmt noch irgendwie hier vererbt worden. Einmal staubsaugen. Tut mir leid, Leute, aber was soll ich machen? Das war ja nicht viel hier, deswegen. Ich glaube, da habe ich ja jeden Tag einen. Ich
Essen habe ich auch noch nichts, weil ich dafür keine Zeit hatte. So. Ja, gut, dann gehe ich jetzt zu den Tieren. Dann ernte ich mal mein Ei. Eins haben sie hier auch hingelegt. Und das nehme ich mal mit. War es das jetzt oder war es das andere? Das weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, das war immer das Ersatzei hier. Ich glaube, ja. Gut. Dann gehe ich jetzt wieder. Ne? Ja. Nichts mehr. Gute Nacht, ihr Hühnchen, für heute. Ne? Ja. Sein Kopf, ne, da durchgesteckt durch dieses kleine Gitter. Ich glaub's ja nicht, ne? Wie willst du da, kommst du da jetzt wieder raus oder nicht? Hä? Kommst du da raus? Mal gucken, ob ich hier jetzt irgendwie da so ein Holzstück zwischen machen kann, so wie mein Mann das gemacht hat hier oben, dass ich das mein Speicher war voll, musste ich mal löschen. Ich will jetzt, wie gesagt, gucken, dass ich mir erstmal was trinke, ne? Och, zum Durst. Dass ich dieses Fliegengitter einmal an dem Fenster so ein bisschen fester mache, weil das Fenster will ich da ja auch auflassen. Sonst kommen mir da die ganzen Insekten rein. Mal gucken, ob das klappt mit dem Holzstück hier. Das haben wir ja hier auch gemacht, aber hier haben wir natürlich noch mal so ein bisschen mehr. Hier haben wir noch mal so ein bisschen mehr Dings gehabt. Fläche durch die Holzverkleidung hier. Mal gucken. Das ist so breit. Das ist alles breit. Leider. Stein würde auch gehen. Ein Stein. Ich hole mal ein paar Steine. Ja. Nee.
ich noch oben. Und dann haben wir es. Das sitzt, wackelt, passt und ist gut. Gut. Okay. So, jetzt lasse ich die Wunde raus. Das Holz verstecke ich nochmal hier. Das brauche ich vielleicht nochmal. Gut. Ich muss schon wieder trinken. Ich sitze hier mit den Hunden gerade, das ist richtig schön. Es ist nämlich überhaupt nicht warm, es ist überhaupt nicht kalt, es ist überhaupt nicht schwül. Es ist genau richtig. Ich habe Pullover an, das kann man auch vertragen. Es ist genau das richtige Wetter gerade für mich. Also das ist eine wirklich sehr, sehr schöne Abendluft. Es ist richtig so Bett hinlegen und schlafen. Richtig schön. Ich glaube, das denken die sich die beiden hier auch. Die liegen hier auch wie platt wie eine Flunder. Die genießen, glaube ich, auch gerade die frische Luft. Es ist auch ganz ruhig. Es ist so eine, weiß ich nicht, richtige Abendruhe. Schön. Einkaufen war ich nicht. Hatte ich echt keine Lust mehr zu. Ich habe mir ein Brot aus dem Eis geholt und was esse ich jetzt? Das ist die Frage, ne? Ich hatte mir überlegt, das Tiefkühlgemüse zu kochen. Ganz kurz, so 10 Minuten. Länger braucht das ja auch nicht. Und dann, ja, weiß ich nicht, Nudeln dazu. Und erst habe ich überlegt, ob ich vielleicht die Eier, die ich gerade geerntet hatte, geerntet, ne? Ich sage ja immer geerntet habe,
so eine Art ja, Mischmasch mit Nudeln und so zu machen, aber ich habe nicht wirklich Hunger auf Eier, also ich habe auch nicht wirklich Lust, irgendwas zu kochen. Ich überlege, ob ich gerade nur an Nudeln koche mit Ketchup oder so. Ich habe echt gar keine Lust, aber ja, ich weiß noch nicht. Ich habe auch, ja, ein bisschen Hunger habe ich schon, aber nicht wirklich. Also ich könnte auch einen Toast oder so essen. Brot würde auch gehen. Ich weiß nicht, unbedingt irgendwas kochen. Ich koche, glaube ich, einfach Nudeln und dann weiß ich nicht. Das reicht. Nur Nudeln. Ich habe nicht so wirklich Hunger. Ich bin auch noch krank, klar. Na, jetzt geht's wieder los hier. Ruhepause ist vorbei. Ich will wieder irgendwas machen. Genau, und ich gehe jetzt rein, duschen. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten oben, die werde ich noch runterholen. Mein Koran ist noch oben, mein Dreierstecker-Kram ist noch oben, den muss ich runterholen, sonst kann ich die ganzen Sachen gar nicht anschließen. Ja. Ja, und dann ist auch wieder Zappenduster, ne? Und dann ist wieder Schluss. Nudeln kocht noch. Ne? Ja, Baby, ne? Ja. Wenn die Familie hier ist, Allah hieß und Nürse, dann werden wir abends ja auch draußen sitzen, werden wir hier alles wieder hinstellen. Dann ist der Pool ja auch wieder aktiv. Bin gespannt, wie die Hunde dann auf den Pool reagieren. Weil Allah hieß und Nürse, im Juni würde ich den Pool schon gerne wieder anmachen. Wenn mein Mann kommt, muss der aber erstmal dicht gemacht werden. Wir werden eine neue Schicht, die Fliesen ausbessern und dann eine neue, ja, so eine Klebeschicht drauf machen, dass es alles dicht wird, weil so ist er undicht und dann verliert er Wasser. Das ist nicht gut. Und da kostet er zu viel, ne? Kostet zu viel Wasser, zu viel Chemikalien. Und dann werden wir das Wasser einlassen. Allah ist das. Im Juni kannst du rein. Also wir haben ja jetzt Mai, also einen Monat noch, Allah ist im Höchste, dann würde ich auch reingehen. Ne? Dann ist es schon so warm, dass du reingehen kannst. Dann bin ich gespannt, was die Hunde da machen. Ich hoffe, die trinken das Wasser nicht. Ich glaube, die werden das Wasser trinken. Ja, wenn die reingehen, ja, dann ist richtig scheiße. Das wäre doof. Dann ist das Wasser dreckig, da muss richtig viel. Chemikalien sollen dieses Jahr richtig teuer geworden sein. Die Poolchemikalien, viele Anlagen machen ihre Pools gar nicht, aktivieren die gar nicht oder so spät wie möglich, weil die Chemikalien so teuer geworden sein sollen. Ich weiß es ja nicht. Das haben wir gehört. Und das ist echt doof. Ne? Wir waren letztes Jahr schon so teuer und dieses Jahr noch mal teurer geworden sind. Ja, wie gesagt, viele Anlagen machen die Poole, betreiben die dann gar nicht, weil die ihre Eidot nicht zusammenkriegen. Also die das Wohngeld, was ja jeder bezahlen muss, also diese Anlagen zum Beispiel auch. Na, jeder in diesen Anlagen muss monatlich, ich würde mal schätzen, so 50 Euro oder so bezahlt jeder von denen. Ich weiß es nicht. Manchmal auch nur 30, manchmal auch 100, kommt drauf an. Aber diese Anlage ist ja auch jetzt nicht so gut, ne? Deswegen, und wenn von dieser Eidat wird dann eben, von diesem Wohngeld wird dann eben alles bezahlt, ne? Chemikalien für den Pool und hast du nicht gesehen. Und wenn das nicht bezahlt wird, und das ist ja. Das ist ja gar nicht mal so abwegig, dass das nicht immer von jedem bezahlt wird. Und die Leute sitzen alle im Ausland. Das ist schon nicht so einfach, um alles einzutreiben. Ne? Das kann ich mir schon gut vorstellen. So, jetzt gebe ich den Hunden mal einmal was ich mache. Chlor, haben die bestimmt geklort. Jetzt geht die Sonne auch gleich unter. Und dann
war es das für heute. Die Hunde haben da irgendwas. Ich weiß nicht, was die da haben. Ist das ein Frosch oder ist das eine Echse? I don't know. Guck mal. Was ist das? Was ist das? Das sieht aus wie ein Frosch oder so. Das haben die da aus den Steinen rausgewühlt. Oder wie eine tote Ratte oder so. Oder Vogel. Igitt. Sie essen es auch nicht. Die knabbern da nur dran rum. Schon die ganze Zeit. Das ist auch nicht geheuer. Es scheint tot zu sein, was immer das ist. Was haben die da ausgebuddelt? Ich will da jetzt auch nicht hin. Ich habe meine Gebetswaschung. Ich habe geduscht. Boah, irgendein Tier, ne? I don't know. Sollte ich da jetzt hin? Ist das vielleicht giftig? Ich weiß nicht. Das ist jedenfalls irgendwas Ekliges. Eine Echse oder so. Naja, egal. Mir auch egal. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Das, guck mal hier, zeig mal, was das ist. Das ist irgendein Tier. Man weiß nicht. Sieht aus wie so ein Frosch. Oder eine Echse, eins von beiden. Ne? Ich glaube, es ist ein Frosch. Boah, guck, was ich habe. Eklig. Ich koche mir gerade Nudeln. Man sieht nicht viel, weil ich habe noch kein Licht an. Ihr seid eigentlich auch an meinem Akku. Ich habe mir gedacht, ich mache nur mal kurz an und zeige euch die Misere. Ich will da jetzt nicht hin. Ich habe geduscht. Sonst müssen wir nochmal. Nee, da gehen wir nicht hin. Das wird schon nichts. Ja, das wird schon nichts sein. So. Einmal kochen wir Nudeln. Habe ich überhaupt noch welche? Nee, Mante habe ich. Ein paar Nudeln habe ich auch noch. Also schmeißen wir mal alles rein, was wir haben. Und gucken dann mal weiter. So. So. Also ich, eine Maus? Das kann auch eine Maus sein, ne? Die haben die da unter den Steinen rausgewühlt. Was ist jetzt denn da drin? Vom Wasserkocher ist da irgendwas drin, ja? Mann, was ist das denn? Vom Wasserkocher kalt. Krieg ich das da nicht raus? Doch. So. Gut. So. Mein Koch. Du. Wir doch noch mal gucken. Komm, wir gucken noch mal. Schlingelesch. Sie lässt ihn ja nicht ran. Er wird ja auch gerne mal. Er wartet jetzt geduldig, bis er ran darf. Was immer das ist. Es ist irgendwas, was gelebt hat. Jedenfalls, da bin ich ziemlich sicher, weil die gehen schon so ein bisschen vorsichtig an die Sache ran. Naja, die müssen sich aber auch dran gewöhnen, ne? Das sind Hunde, die auf dem Feld sind. Ich weiß es nicht. Es kann auch eine Maus sein. Unter den Steinen haben die das. Mich ganz nah ran. Komm, ich mache euch mal ganz nah ran. Vielleicht könnte man das dann sehen. Ich brauche eine Brille. Moment. Bobett, wir brauchen eine Brille. Wo ist meine Brille? Meine Brille, wo ist sie denn hin? Ohne Brille sehe ich nichts, selbst wenn ich euch dran mache. Meine Brille ist weg. Scheibenkleister, wo habe ich die denn hin? Manu! Da!
Da ist die Brille. Komm, jetzt gucken wir mal. Jetzt mit Brille kann ich euch ranholen. Da bin ich gar nicht drauf gekommen, dass ich hier ranholen kann. Was ist das? Erschütternde Hilala. Schütternde Mohammed. Ja, also ihm ist das nicht so geheuer. Die haben das total zerfetzt. Sie ist schon wieder auf der Suche nach Neuem. Finde ich jetzt nicht so gut, dass sie da an den Steinen rumwühlen. Weil das schon die Pfoten und so. So, mal gucken, ob sie jetzt. Na, was ist das? Ein Frosch, ne? Das ist ein Frosch. Das ist ein Frosch. Oder? Eine Ratte. Eine Maus. Jedenfalls ist es tot. Eine Schlange ist ja wohl nicht, oder? Eine Maus. Das sieht schon voll eklig aus, ne? Naja, egal. Und einmal der Abendhimmel, der Burgberg gezeigt. Die Sonne ist natürlich schon lange untergegangen, aber ja, ich bin jetzt hier oben. Wollte euch das schnell nochmal zeigen. Und dann, die Hunde sind mit Sicherheit da unten mit diesem komischen Tier da beschäftigt. 100%. Keine Ahnung, da ist sie. Kacke haben wir nicht eingesammelt heute. Erst bei der Terrasse eben. Ja, schön, ne? Es ist wirklich auch eine herrliche Luft. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mich nicht hier hinsetze und einen Moment das alles genieße. I don't know. Ich habe unten das Essen. Ich habe mir Mante und Nudeln gekocht. Mante habe ich auch noch reingeschmissen. Jetzt mache ich mir eine Knoblauchsoße und ein bisschen Ketchup drüber. Richtig schön. Richtig angenehme Luft. Die frische Quaken. Hm. Ja, und hier ist jetzt schon mal wieder so ein bisschen alles leer. Da mache ich dann nachher weiter. Jetzt gehe ich erstmal runter. Zwar einmal das Abgießen jetzt hier. Wie spät ist es denn an der Uhr? 8:10. So. Ups.
So. Und dann machen wir die Knoblauchsoße einmal. Weich, Manu. Okay. Jo, also da wird jetzt nichts Dolles passieren. Ich mache das einfach mit der Reibe wieder hier. Ist jetzt nicht mehr hübsch. Viel mache ich auch nicht, weil wie gesagt, ich habe eigentlich gar keinen Hunger. Na, die ist auch nicht mehr so gut. Die ist schon so wapschig. War ja jetzt nicht so toll, dann muss ich noch mal einen holen. Reichen. Ein Ketchup rein. Ich habe jetzt nicht so wirklich Ambitionen, mir die Soße zu machen mit Fett und so. Und deswegen mache ich einfach nur Ketchup rein. Normalerweise wisst ihr ja, macht man Tomatenmark und Paprikamark in Öl anbraten und gießt das dann als Soße drüber. Aber da habe ich weder Lust zu noch Hunger drauf. Deswegen mache ich einfach ein bisschen Ketchup. Das passt schon. So. Dann wollte mir noch eine Apfelsine nehmen. Das habe ich schon wieder vergessen, damit ich das da reinmischen hätte können. Habe ich vergessen. Und ich trinke jetzt auch immer beim Essen. Ne? Ist ja löblich, ja, aber macht mir schon, also finde ich schon komisch. Ne? Wieso ich jetzt immer Wasser trinken muss beim Essen? Das habe ich noch nie gemacht. Noch nie in meinem Leben. Naja, besser ist. Ne? Und dann Licht aus. Salz nehme ich mit an den Tisch. Und dann werde ich jetzt einmal Armbrot essen und mir ein bisschen was im TV angucken. Also auf YouTube mal gucken, ich weiß noch nicht. Und Zeit zum Abschied nehmen. 9:55. Wir liegen wieder gut in der Zeit. Alhamdulillah, wir haben uns, oder ich habe mich erholt. Das Schnupfen ist weg. Also ich schnupfe gar nicht mehr. Tschochschüttelt. Aber das ist natürlich schon verdächtig, ne? Also so schnell geht mein Schnupfen nicht weg. Also das dauert mindestens 3 Tage. Und dann spricht das alles für eine Allergie, ne? Was war das denn jetzt hier? Ja, das ist auch nicht gut. Naja, was immer es auch sei, Alhamdulillah, mir geht es wieder gut. Ich hoffe,
dass es euch auch gut geht. Ich hoffe, ihr seid auch gesund. Die Hunde, die spielen. Ich habe sie da etwas so erblickt. Die gucken ab und zu mal da durchs Fenster. Jetzt bin ich aber müde. Ich muss schlafen gehen. Ich verabschiede mich ganz herzlich von euch. Ich gucke gerade All That Macht. Das heißt, ja, betrügen. Also, ne, man betrügt jemanden. Also, nicht hintergehen. Also, man betrügt halt seinen Ehepartner oder so, wen auch immer. Und diese Serie gucke ich, hatte schon öfters mal reingeguckt. Die Schauspieler mag ich eigentlich ganz gerne, die da mitspielen, aber die Serie an sich mochte ich nicht. Ich weiß, ich habe immer mal reingeguckt und dann mache ich wieder aus und gefällt mir auch immer noch nicht so gut. Klar, je länger die Serie läuft, desto weniger kommt man natürlich rein. Und ja, jedenfalls, ich schlafe jetzt. Ich hatte mein Essen gegessen, aber wirklich gut hat das nicht geschmeckt. Ne? Habe das zwar fast alles aufgegessen, aber ja, ich hatte sowieso nicht so Hunger drauf, aber ich habe es halt gemacht. Ne? Was soll ich sonst essen? Nur Ketchup mit Nudeln, da hatte ich auch wirklich gar keine Lust mehr zu. Naja, gut, da sind wieder, ist ein Hundi zu sehen, das ist Pascha. Ja, das ist Pascha. Ja. Ich werde hier unten schlafen und bin ich mal gespannt, wo die Hunde dann nächtigen werden, ob sie merken, dass ich da bin. Und werde euch morgen berichten. Allah isen will. So, jetzt wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.